Jojo Leute, was geht ab? Euer Dani hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video zum guten alten Speed Fight 2. Heute kommt mal das Video, wo wir die Kostenzusammenstellung machen. Was habe ich im Endeffekt eingenommen an Donations und was habe ich bis jetzt ausgegeben? Wie gesagt, es stand jetzt. Für alle, die diesen wunderschönen Roller noch gewinnen wollen, Donation-Link ist unten in der Videobeschreibung. 5 Euro ein Ticket, 10 Euro so gesehen zwei Tickets. Gewinnspiel geht noch bis zum 15.01. Also habt ihr noch ein paar Tage Zeit. Ansonsten, für alle, die mir bei Twitch folgen, Twitch-Link ist unten. Da werde ich am 14.01. einen Gewinner rausziehen von allen Twitch-Follower bei mir. Der kriegt dann von mir 5 Tickets zum Gewinnspiel für diesen Roller. Yes! So, jetzt fangen wir aber an. Was habe ich ausgegeben im Gesamten und wie viel habe ich eingenommen? Ich habe alles einzeln hier aufgeschrieben auf diesem wunderschönen Zettel, was ich alles für Teile gekauft habe. Und wir gehen jetzt nochmal alle Teile einfach durch, die ich gekauft habe. Ich habe den Roller ja vom Abonnenten gekauft, dafür habe ich ganze 100 Euro bezahlt. Ist vollkommen in Ordnung. Felgen habe ich pulvern lassen, in Weiß. Da musste ich nur das Pulver bezahlen, plus den Versand. Versand ist halt leider teuer gewesen. Aber das waren ganze 80 Euro. Dann hatte ich einmal den China-Vergaser bestellt, den wir aber mittlerweile gar nicht mehr drin haben. Habe ich 30 Euro für bezahlt. Reifen, vorne und hinten haben wir nagelneue Reifen drauf, haben 80 Euro gekostet. Den Freilauf von der Variomatik, also vom Anlasser, 14 Euro. Anlasserrelais, 12 Euro. Riemenscheibe, die kaputt gegangen ist, 11 Euro. Schraubenset, ihr wisst ja selber, die meisten Schrauben haben gefehlt oder es waren irgendwelche anderen Schrauben hier drin. Also habe ich ein komplett neues Schraubenset bestellt. Da sind wir auch mit 20 Euro dabei. Innenraumverkleidung, die weiße hier, war im Angebot. Beide Teile für 100 Euro. Lagergetriebe, da habe ich so ein ganzes Getriebeset gekauft. Also Getriebe, Flüssigkeit, also Getriebeöl, neue Dichtungen und neue Lager. Da waren wir mit 40 Euro dabei. Eine neue Batterie habe ich gekauft, weil die alte Batterie war nicht mehr vorhanden. 22 Euro, Anlasser war kaputt. Habe ich auch einen neuen geholt, 17 Euro. Das Heck hier hinten habe ich auch ziemlich günstig bekommen. Dafür habe ich ganze 27 Euro nur bezahlt. Ausgleichsscheiben zum Abschirm für die Variomatik, 10 Euro. Verschlussdecke. Ach so, unten, wo die Pumpe saß am Motor, der orange Verschlussdecke, 30 Euro. Blinker, hier hinten die schön mit ABE. Hier nochmal richtig schöne Blinker, 30 Euro. Blinker, Gläser vorne habe ich auch neue dran gemacht, weil die alten waren kaputt. Sind wir mit 9 Euro dabei. Bremshebel, diese schönen blau eloxierten, sind eigentlich echt günstig, 20 Euro. Dann haben wir Lenkergewichte. Lenkergewichte habe ich nicht dran gebaut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die dran bauen werde oder nicht. Könnt ihr ja unten in die Kommentare mal schreiben, dran bauen oder nicht. Aber Lenkergewichte waren 14 Euro. Racing-Gitter, was wir hier vorne drin haben, 22 Euro. Blackline-Rücklicht hier hinten, das war teuer. Das hat nämlich, wo war ich denn jetzt hier? Rücklicht da, 51 Euro. Scheinwerfer vorne. Das ist das einzige Bauteil, was keine ABE hat, aber der musste einfach dran, weil das von der Optik her mega geil ist. 40 Euro. Wie gesagt, der Gewinner kriegt den originalen Scheinwerfer natürlich mit dazu und kann es wieder auf Original umbauen. Griffe, hier vorne in Blau, 11 Euro. Dichtungssatz. Das war, glaube ich, der Motordichtungssatz. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall auch ein Dichtungssatz für 12 Euro. Wir haben die Kupplung neu gemacht, 22 Euro. Kurbelwelle waren 80 Euro. Kurbelwellen Lagerset. Mit Simmerring und so alles, 35 Euro. Membranblock waren 12 Euro. Was habe ich denn hier stehen? Ach, Muttern. Ich habe ja die Muttern neu gemacht. Die waren 3 Euro von der Variomatik. Die Variomatik haben wir an sich auch selber neu gemacht. 25 Euro. Der Yasuni-Auspuff war auch im Angebot. Hier ist der schöne Yasuni-Auspuff. Schöner Auspuff, hört sich gut an und leistungstechnisch auch echt top. 135 Euro. Keilriemen haben wir einmal neu gemacht. 11 Euro. Benzin- und Ölschläuche haben wir auch alles neu gemacht, 12 Euro, die Kupplungsglocke, 15 Euro, Luftfilterkasten mussten wir auch neu machen, weil der alte Luftfilterkasten war ja das Gummi kaputt und ja, das wäre sowieso nicht mehr richtig dicht geworden, da haben wir 14 Euro für bezahlt. Dann habe ich hier Schraubenkit Variomatik, hat auch nochmal 4 Euro gekostet, Vergaser, hatte ich ja dann nochmal vom Abonnenten zwei verschiedene Vergaser gekauft, da musste ich immer nur Versand und so bezahlen, waren 21 Euro nochmal. Dann Zylinderkopf, den haben wir auch neu gemacht, weil der alte Zylinderkopf war ja kein originaler, sondern das war einer von Top Performance. Deswegen habe ich einen neuen originalen Zylinderkopf gekauft für 19 Euro. Der Zylinder war auch im Angebot, der hat 40 Euro gekostet. Und jetzt kommt, glaube ich, das teuerste Bauteil, die blaue Verkleidung mit 405 Euro. Dann haben wir noch
hier vorne, Lüftegitter so gesehen, also hier vorne, die Lufteinlass habe ich noch gekauft, hat 25 Euro gekostet. Bremsscheibe vorne hat man ja auch Probleme, die ist außerdem kaputt gegangen, wo ich einen Roller drauf stehen hatte, sind wir mit 40 Euro dabei. Dann habe ich noch ein Düsenkit bestellt, um den Vergaser abzustimmen, für 20 Euro. Vergaserdichtungsset auch nochmal 10 Euro. Ja, ansonsten habe ich hier noch Bremsenreiniger, Werkzeug und Co. Nee, Bremsenreiniger und Farbdosen hatte ich auch nochmal 30 Euro. Und Werkzeug, weil ich brauchte ja einen Abzieher und den Abzieher habe ich bestellt. Ja, ich habe einmal die Abzieher bestellt für die Lager und einmal den, den Pullradabzieher. Das waren auch nochmal insgesamt 30 Euro. Das war jetzt alles. Ich habe trotzdem nochmal die Tage was bestellt. Also eigentlich sind es nochmal 30 Euro mehr, aber das habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Und zwar habe ich einmal die Bremse, die verliert manchmal den Druckpunkt. Und ich vermute einfach, weil die fest saß unten die Bremse, der Roller stand ja 2-3 Jahre, dass die Dichtungen kaputt sind. Deswegen werde ich unten von der Bremszange hier nochmal die Dichtungen neu machen und die Kolben und die Bremse nochmal neu entlüften. Das Set hat nochmal 30 Euro gekostet, habe ich aber hier in der Rechnung nicht drin. So, das sind Ausgaben von 1813 Euro haben wir jetzt ausgegeben. Eingenommen habe ich, warte, ich muss jetzt hier selber mal kurz gucken, wo ich hier meine, ach da. Eingenommen habe ich aktuell bis jetzt, Stand jetzt, 1534 Euro. Das heißt, ich habe ein Defizit aktuell von 279 Euro. Aber wie gesagt, das Projekt geht ja noch 2 Wochen und ich denke, dass der ein oder andere noch am Gewinnspiel dran teilnimmt. Deswegen nimmt ordentlich dran teil, dass ich wenigstens plus minus null rauskomme, damit wir solche Projekte auch weiterhin umsetzen können. Ja, jetzt habt ihr mal einfach mal so eine Kostenzusammenstellung auf der Schnelle gehabt, was ich ausgegeben habe, was ich eingenommen habe. Wie gesagt, 30 Euro kommen jetzt noch dazu für da unten. Ansonsten werde ich eventuell noch ein paar Sticker bestellen, da könnt ihr ja auch noch mal in die Kommentare schreiben. So clean lassen die ganze Optik oder wirklich noch mal ein paar weiße Sticker bestellen und hier über schön, ja, ein bisschen Werbung drauf machen, ein paar geile Sticker. Das könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, das lasse ich einfach mal euch entscheiden, was die Mehrheit sagt, ja oder nein. Ich denke mal, so sieht es auch gut aus, aber ich sag mal, man könnte jetzt hier zum Beispiel eine Seite, hier unten zum Beispiel, überall noch so ein paar Sticker drauf machen, vielleicht auch schwarze Sticker, ich weiß es nicht. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ja, ansonsten folgt mir bei Twitch, Link ist unten, macht beim Gewinnspiel dran teil, ist auch Link unten drin. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao und tschüss.